Herzlich willkommen zu einer neuen Informationsveranstaltung bei InspiriertheitTV. Heute möchte ich euch ein besonderes Trainingstool vorstellen, das mich jetzt seit fast 20 Jahren begleitet. Und zwar geht es hier von elastischen Widerstandsbändern. Die gibt es in verschiedenen Ausführungen, Preisklassen, Widerstandsstufen von verschiedenen Herstellern. Und mittlerweile kann ich sagen, dass ich fast alle Marken gut finde, die ich bislang getestet habe, alle Preiskategorien. Und ein Hauptvorteil dieser Bänder ist halt schon mal der Preis, dass sie relativ günstig sind. Also das hängt auch wieder vom Hersteller, von der Widerstandsstärke ab. Und die günstigsten Bänder, solche losen Bänder zum Beispiel, gibt es ab 4-5 Euro pro 2 Meter oder 2,50 Meter, je nachdem. Und ich persönlich empfehle 5,50 Meter Rollen bei solchen losen Bändern, beziehungsweise noch längere Rollen, 45 Meter Rollen gibt es, wenn man da einen intensiven Gebrauch hat. Und dann spart man da auch wieder was dran. Und wie gesagt, diese Bänder sind halt vom Preis her absolut erschwinglich im Vergleich zu Kurzhanteln, zu Langhanteln, zu Trainings-Equipment, Power-Rate oder so. Ist das deutlich günstiger. Sie sind sehr platzsparend, sehr leicht. Also ich habe die auch auf meinen Reisen immer mit dabei, sowohl im Auto als auch im Rucksack. Und wie gesagt, wenn man wenig Platz zur Verfügung hat, lassen die sich super verstauen in der Schublade und zusammenrollen. Ich mache meistens so einen Beutel, den ich dann ganz schnell greifen kann. Und wenn es irgendwo hingeht, den ich dann halt mit. Und mit diesen Bändern sind so ziemlich alle Trainingsübungen möglich, die man mit Trainingsgeräten, mit freien Gewichten, mit Kabelzugsystemen trainieren kann. Also das ist ein absoluter Allround-Tool. Plus, es gibt noch weitere Möglichkeiten, die man nur mit diesen Bändern trainieren kann. Also wo das wirklich das Trainingsutensil der Wahl ist. Und das hängt mit dieser Eigenschaft der elastischen Spannung zusammen. Das werde ich vielleicht noch ausführlich. Und ich unterscheide ganz allgemein zwei Arten von Widerstandsbändern. Einmal diese relativ kompakten, die sind ringförmig. Das sind also solche Schlaufen. Und diese offenen Bänder, die man zum Beispiel aus der Physiotherapie oder aus der Krankengymnastik kennt. Und die eignen sich für ganz verschiedene Zwecke. Und da möchte ich jetzt in diesem Vortrag mehr darauf eingehen, was ich da für Erfahrungen gesammelt habe, wie ich das benutze, auch wie man das mit anderen Trainingsmethoden, Trainingsgeräten kombinieren kann, zum Beispiel mit Bodyweight Exercises oder mit Kurzhanteln, also speziell im Home Training, wenn man da begrenzte Möglichkeiten hat, was man mit diesen Bändern alles machen kann. Die Unmenge an Übungen, die man damit machen kann, kann ich natürlich jetzt hier nicht behandeln. Die wichtigsten Übungen, die unterrichte ich halt in meinen Seminaren und Workshops, die ich hoffentlich 2021 wieder auf europäischen Festplan halten werde. Ansonsten habe ich auch mal nachgedacht, dazu nochmal spezielle Videos oder DVDs zu machen, beziehungsweise ein Konzept, das habe ich ja schon in meinem Rückenschmerzen selbst behandeln, was den Gebrauch von diesen Bändern angeht. Und das Übungsprinzip des Dekontrahierens chronisch verkürzter Muskelgruppen, das ist basiert komplett auf diesen Bändern. Und das ist zum Beispiel ein Zweck, dass man nur mit diesen Dingen trainieren kann, was ich auch mit anderen Geräten oder anderen Trainingsutensilien schlechter finde als mit elastischen Widerstandsbändern. So, die Grundinfo ist folgende. Unsere Muskulatur und unser Bindegewebe, speziell das Kollagene oder straff gespannte Bindegewebe, wie Faszien, Sehnen, Bänder, das ist für mechanische Zugspannung ausgerichtet. Also die Muskulatur kann ja aktiv Zugspannung erzeugen durch Kontraktion, was ja die Voraussetzung unserer Bewegungen unserer Körperhaltung und Gravitationsfeld ist. Also wir müssen durchgehend die Schwerkraft überwinden. Dazu brauchen wir die
Fähigkeit der Muskulatur, mechanische Spannung zu erzeugen. Zugleich muss die Muskulatur auch mechanische Spannung aushalten können. Das Bindegewebe hat hauptsächlich die Funktion, mechanische Spannung auszuhalten, aufzufangen und aufgrund der elastischen Speicherfähigkeit sozusagen Kraft zu speichern und wieder abzugeben. Was im Prinzip bei jedem Schritt der Fall ist, also beim Gehen passiert das schon, dass das Bindegewebe und die elastischen Komponenten der Muskulatur das Körpergewicht auffängt, praktisch spannt sich wie eine Feder, wie eine Stahlfeder sozusagen und gibt beim nächsten Schritt diese gespeicherte Kraft wieder ab aufgrund der Elastizität. Und das ist halt exakt die Eigenschaft von diesen Gummibändern. Die elastische Spannung, die ist unserem Körpergewebe, der Muskulatur und dem Bindegewebe sehr, sehr ähnlich. Also die meisten Bänder sind aus Naturkautschuk hergestellt. Und das ist von der Elastizität und von der Fähigkeit, Spannungskraft aufzunehmen, zu speichern und abzugeben, so ähnlich wie Kollagen. Und deshalb ist ein effektives Training des Bindegewebes und der Muskulatur damit perfekt möglich. Ich persönlich finde sogar, wenn es jetzt rein um die Stimulation der Bindegewebezellen und der Muskelzellen als solches geht und da die Kettenreaktionen zu triggern, die halt den Aufbau, die Steigerung der Proteinsynthese zur Folge haben. Dafür sind diese Bänder perfekt besser geeignet als im Gewicht, beziehungsweise muss man sich das genauer anschauen, wo was welche Vor- und Nachteile hat. Ein Trainingsgewicht, eine Langhantel, eine Kurzhantel, eine Kettlebell ist immer abhängig von der Schwerkraft. Je nachdem, welche Muskelgruppe ich da trainieren will, muss ich mich entsprechend so positionieren, dass die senkrecht nach unten wirkende Schwerkraft auf dieses Gewicht praktisch so angeordnet wird, so in Bewegung umgewandelt wird, dass es genau die Zielmuskelgruppe trainiert. Wie zum Beispiel die Brustmuskulatur bei Bankdrücken, da muss ich mich hinlegen. Wenn ich jetzt zum Beispiel mit vorgebeugtem Ruder den Latissimus trainieren will, muss ich mich nach vorne beugen. Wenn ich die seitliche Schultermuskulatur trainieren will, muss ich über Kopfdrückbewegung machen. Also ich muss mich immer so positionieren, dass die senkrecht wirkende Schwerkraft auf das Gewicht für meinen Trainingszwecke nutzbar ist. Und die Bänder sind komplett schwerkraftunabhängig. Die kann ich also irgendwo außen fixieren, an einem Geländer, an einem Baum oder wo auch immer und kann dadurch alle Kraftvektoren, also alle Zugrichtungsmöglichkeiten erzeugen. Und das ist ein extremer Vorteil von diesen Bändern im Vergleich zu einer Kurzhantel. Ein Kabelzugsystem, was man ja in vielen Fitnessstudios hat, Latissimuszug und solche Sachen, die funktionieren ähnlich, aber das ist eine Riesenapparatur, das braucht Platz, das wiegt einiges, das muss ich bezahlen. Also das ist im Vergleich zu diesen Bändern ein enormer Aufwand an Geld, Energie, Platz und so weiter. Und hat eine ähnliche Wirkung. Das ist halt ein Unterschied. Beim Kabelzug habe ich eine gleichbleibende Kraft über die gesamte Zugstrecke, weil ich halt ein Gewicht über Rollenzüge bewege und die Bänder, da verändert sich halt der Widerstand. Das ist halt etwas sehr Spezielles bei diesen Bändern, was manche als Nachteil sehen, aber ich sehe es als Vorteil. Man kann es als Vorteil nutzen. Also man kann diese Eigenschaft der Bänder so nutzen, dass daraus ein Vorteil entsteht. Und das möchte ich euch auch noch erklären. Also hier haben wir halt Folgendes. Am Anfang ist der Widerstand kleiner und je mehr ich das Dehnausmaß erreiche, umso höher wird der Widerstand. Also ich habe keine gleichbleibende Belastung, wenn ich mit diesen Bändern trainiere, aber das habe ich auch bei einer Hantel in gewisser Weise nicht. Zum Beispiel nehmen wir mal die Hantelkniebeuge. Ist am tiefsten Punkt am schwersten. Also ich kann im Prinzip in der Hantelkniebeuge nur das Gewicht bewältigen, was ich in dem schwächsten Bewegungsabschnitt am tiefsten Punkt der Kniebeugebewegung im Parallelbereich, also wo die Oberschenkel parallel zum Boden sind oder sogar unterhalb der Parallele,
da bin ich am schwächsten. Und das, was ich da packe, determiniert praktisch mein Trainingsgewicht bei der Kniebeuge. Und wenn ich die Parallelposition überwinde, wenn ich also aus der Hocke hochkomme und oberhalb der Stellung, wo die Oberschenkel parallel zum Boden sind, wird die Übung sozusagen immer leichter. Also meine Wirbelsäule, wenn ich die Stange hinten der Schulter habe, die hat die gleichbleibende Belastung, weil die Hantel ruht ja auf meinem Rücken sozusagen. Aber die Oberschenkelmuskulatur, die Gesäßmuskulatur und dergleichen werden, je mehr ich in die Streckung komme, immer mehr entlastet. Im aufrechten Stand, wo ich im Prinzip mit durchgedrückten Knien stehen könnte, da ruht das gesamte Gewicht passiv auf meinem Stützapparat und die Oberschenkelmuskulatur könnte sich in gewissem Grad entspannen. Und bei diesen Bändern habe ich genau das Umgekehrte. Die sind am untersten Punkt der Bewegung am leichtesten. Also da ist der Widerstand am geringsten. Und je mehr ich nach oben komme, je länger ich das also in die Dehnung bringe, umso schwerer wird das Ganze. Da hätte ich also am obersten Punkt bei einer Kniebeuge, wenn ich das mit dem Band machen würde, die größte Belastung, am tiefsten Punkt die geringste Belastung. Und genau diesen Sachverhalt machen sich zum Beispiel Kraftsportler zunutze, die mit Hilfe solcher Bänder ihre Kraftprobe bei einer Handelkniebeuge zum Beispiel verbessern. Also das Band wird am Boden irgendwo am Powerrack fixiert und oben an der Handel, an den Enden zu den Scheiben mit dazu gespannt, sodass ich im aufrechten Stand die höchste Belastung von der Bandspannung habe, aber die geringste Belastung vom Handelgewicht selbst. Dann bewege ich mich nach unten in die Hocke, dann nimmt der Band Widerstand ab, aber das Gewicht wird in Relation sozusagen immer schwerer, weil ich mich da immer mehr zu meinem Schwachpunkt hinbewege. Wenn ich dann eine Handellast wähle, die genau richtig ist, dass ich sie in meinem schwächsten Punkt in der tiefen Hocke gut bewältigen kann, dann gibt das meiner Muskulatur und dem Bindegewebe in diesem Schwachpunkt den optimalen Trainingsreiz. Wenn ich dann nach oben gehe, würde dieser optimale Trainingsreiz durch die Handlast geringer werden, aber durch das Band nimmt dieser wiederum zu und der hat am obersten Punkt seine Maximalbelastung, sodass ich über den gesamten Bewegungsapparat einen optimalen Trainingsreiz auf die Muskulatur, aufs Bindegewebe und aufs Nervensystem geben kann. Das ist zum Beispiel eine Möglichkeit, wie man das Ganze mit einer Handelübung kombiniert. Man kann das aber auch mit einer Bodyweight-Exercise kombinieren. Nehme ich zum Beispiel auch, jetzt nehmen wir mal den Liegestütz. Der ist mir am oberen Punkt irgendwann zu leicht. Also lege ich mir praktisch so ein Band von hinten in die Schultern, greife das vorne und habe dann, wenn die Arme gestreckt sind, die maximale Belastung durch die Bandspannung. Wenn ich mich nach unten bewege, nimmt die Bandspannung ab, aber da wird die Übung schwerer, halt auch wieder aufgrund des physiologischen Schwachpunkts. Je weiter ich also in die tiefste Position gehe, je mehr die Brustmuskulatur, die vordere Schulter, der Trizeps in die Dehnung gebracht werden, umso weniger Kraft habe ich da oder umso weniger Kapazität, Kraft zu entwickeln. Und hier haben wir also das gleiche Spiel wie bei der Handelkniebeuge. Ich nutze das Band als zusätzlichen Widerstand, sodass ich eine gleichbleibende Belastung bei dem gesamten Bewegungsablauf habe. Umgekehrt könnte ich auch das Ganze so nutzen, zum Beispiel auch wieder Beispiel Handelkniebeuge. Ich hänge das Band oben ein und bringe das untere Ende hänge ich in die Handel ein, sodass die elastische Kraft des Bandes die Hantel im Prinzip leichter werden lässt für mich, wenn ich nach unten gehe. Also das Band spannt sich mit der Abwärtsbewegung immer mehr und trägt dadurch einen Teil der Handellast, sodass ich am tiefsten Punkt, wo ich am schwächsten bin, weniger Gewicht bewältigen muss als ganz oben. Also da könnten wir das umgekehrte Prinzip anwenden, dass ich die Hantel so schwer mache, dass ich oben einen Trainingsreiz habe, weil es aber für den tiefsten Punkt, für den Schwachpunkt zu schwer wäre, nehme ich die Bänder hier als Unterstützung, sodass sie genau so viel vom Gewicht abfangen, dass ich also auch gut wieder nach oben komme. Und bei einer Bodyweight
Übung beim Klimmzug zum Beispiel, der für viele Menschen relativ schwer ist, könnte ich das Band auch zur Unterstützung nehmen, indem ich das oben an der Klimmzugstange festige und steige dann mit den Füßen oder mit einem Fuß hier unten rein, sodass ich auch da wieder, wenn ich mich nach unten lasse, nimmt das Band einen Teil meines Körpergewichts auf und gibt mir, wie gesagt, so ein bisschen Schwung, um mich besser wieder nach oben ziehen zu können. Also auch da kann man das nutzen, um eine Übung, die so vielleicht zu schwer wäre, zu erleichtern, beziehungsweise eine Übung, die ich so schwer wähle, dass sie oben oder an dem stärksten Punkt zu einer progressiven Überlastung führt, aber am Schwachpunkt zu schwer wäre, da unterstützt mich etwas. Das ist also im Prinzip so ein bisschen wie mit Partnerhilfe. Das waren jetzt so Kombinationsmöglichkeiten, wie man das in ein Bodyweight oder Hanteltraining integrieren kann, um Übungen schwerer oder leichter oder einfach effizienter oder gleichbleibender zu machen von der Trainingsstimulation her. Aber wenn ich jetzt zum Beispiel allein mit den Bändern trainiere, könnte ich im Prinzip jede Hantelübung, jede Maschinenübung und auch jede Kabelzugübung damit ersetzen. Muss halt da schauen, wo entsteht der größte Widerstand und wo ist der Widerstand am geringsten. Und mich dementsprechend positionieren. Beziehungsweise schauen, wo möchte ich den stärksten Trainingsreiz setzen und dann wähle ich die Bandstärke, die Länge des Bandes oder die Vorspannung so, dass ich exakt in dem Bereich der Bewegung den größten Widerstand habe. Und bei diesen offenen Bändern, da lässt sich die Länge einfach korrigieren oder anpassen, indem ich, je nachdem, was für eine Übung ich mache, zum Beispiel nehmen wir jetzt mal als Beispiel die Übung Pull-Apart, also auseinanderziehen, so eine Expander-Übung für die hintere Schulter. Da geht es darum, dass ich praktisch den Widerstand überwinde und das Band, die Bandlänge so wähle, dass ich an dem Punkt hier maximal belastet. Und hier bin ich wiederum am schwächsten von der hinteren Delta-Muskulatur. Da muss ich also die Länge so einstellen, dass ich auf jeden Fall einen ganzen Bewegungsablauf hinbekomme. Wenn ich jetzt allerdings einen Teilbereich betonen möchte, zum Beispiel, dass ich gar nicht ganz in diese Öffnung gehe, sondern hier die größte Belastung habe, dann muss ich die Bandlänge entsprechend korrigieren, dass hier vielleicht schon Ende der Bewegung ist. Oder wenn ich ganz am Ende es maximal betonen will, dann nehme ich zum Beispiel das Band doppelt und starte in einer Länge, die schon relativ schwer ist, dass ich aber einen kleineren Bewegungsradius habe, als wenn ich jetzt von hier beginnen würde, dass ich die maximale Überlastung hier im Endbereich habe. Also das ist ein sehr, da ist sehr viel Feinabstimmung möglich. Es braucht halt ein bisschen Geduld, ein bisschen Experimentieren, was die richtige Länge ist, beziehungsweise mit welcher Bandstärke ich für welche Übung anfange. Und bei einem Gewicht, da kann ich das Kilo oder 500 Grammweise steigern oder reduzieren. Und hier muss ich halt die Bandstärke wählen und dann entsprechend die Länge variieren. Und bei den meisten Herstellern gibt es bei diesen offenen Bändern, die sind ein bisschen leichter. Das fängt so im paar hundert Gramm Bereich an. Das wird in der Regel auch mehr in der Reha benutzt. Also wenn da zum Beispiel jetzt einen Gipsarm hatte und das die Muskulatur überhaupt wieder so einen kleinen Impuls bekommt, fängt man mit einer ganz leichten Bandstärke an und das kann man dann halt langsam steigern. Und die stärksten Bänder von diesem offenen, das ist jetzt hier das goldene Theraband zum Beispiel, das hat so, glaube ich, 25 Kilo Zugbelastung. Aber auch das lässt sich, wie gesagt, durch die Länge variieren. Und wenn jetzt ein Band zu leicht werden würde, aber das doppelt zu nehmen, wäre direkt zu viel Widerstand. Da kann ich zum Beispiel ein schweres und ganz leichtes kombinieren. Ich habe jetzt von den offenen nur das hier. Das kann man jetzt zum Beispiel mit diesen Schlaufenbändern veranschaulichen. Also wenn das hier jetzt zu leicht wäre, dann nehme ich einfach das Leichteste mit dazu
und habe dann wieder eine kleine Steigerung, aber trotzdem, also ja, ich kann es optimal an meinen Trainingsstand anpassen. Also wenn ich das hier jetzt doppelt nehmen müsste direkt, das wäre schon ziemlich schwer. Das hier hat einen Widerstand von 50 Kilo und das hier hat einen Widerstand von 15 Kilo. Und so lässt sich damit progressiv trainieren. Selbst wenn ich nur zwei, drei verschiedene Stärken habe, kann ich das so kombinieren von der Länge und von der Kombination her, dass ich schrittweise mich steigern kann. Also auch da gibt es super gut auf den Leistungsstand abstimmbare Progressionsmöglichkeiten. Und was ich auch sehr gut finde, das sind solche Befestigungshilfen. Das hier ist jetzt eine ganz simple Lösung, kann ich euch auch empfehlen. Das ist einfach so ein Judo-Gürtel. Gibt es auch in den meisten Sportgeschäften. Judo-Gürtel hat halt den Vorteil, dass die sehr hohe Kräfte aushalten. Also beim Judo, da wird ja mit manchmal mehreren 100 Kilogramm Zugkraft gearbeitet. Dementsprechend müssen die Anzüge und die Gürtel das halt aushalten. Und die benutze ich auch schon seit vielen Jahren einfach als Möglichkeit, diese Bänder schonend irgendwo zu befestigen. Weil wenn ich jetzt dieses Band an einem Baum irgendwo fixieren wollte, um eine Zugübung zu machen, wenn da eine kleine Rauigkeit ist oder irgendwas spitz ist, dann reißt es sofort. Das ist auch das Einzige, wo man darauf achten muss, dass man mit keinen scharfkantigen oder spitzen Gegenständen dieses Band beschädigt. Und sie sind auch Hitze- oder Sonneneinstrahlungsempfindlich. Also wenn man hier lange in der Sonne liegen lässt, dann könnte das spröde werden. Und damit ich überall auch draußen in der Natur trainieren kann, habe ich meist sowas dabei, das binde ich an den Baumstamm zum Beispiel fest. Und das ist perfekt geeignet, um so ein Band zu fixieren. Also da ist keine Rauigkeit und nichts. Und das hält sehr viel Zugbelastung aus. Das ist absolut bombensicher und so ein Judo-Gürtel, der kostet vielleicht auch 5 Euro oder so. Gibt es also verschiedene Längen und mit denen kann man auch ganz viele andere Dinge machen. Das kann man auch als Ersatz für Turnringe nutzen oder man kann Gegenzüge dran machen. Also allein damit kann man schon ganz viele eigenständige Übungen machen. Aber um diese Bänder sicher und schonend irgendwo zu fixieren, egal wo, also auch durch diese Länge kann ich das auch in den Lippenbaum drum spannen, habe ich überall die Möglichkeit, damit effektiv zu trainieren. Eine gute Kombinationsmöglichkeit ist zum Beispiel, wenn ich raus im Freien trainiere, wenn ich vielleicht eine Sprinteinheit mache, Sprints und Sprünge kombiniere, will danach noch was für den Oberkörper machen, dann mache ich zum Beispiel Liegestütze in Kombination mit einer Zugbewegung mit solchen Bändern. Oder wie gesagt, alle Handübungen lassen sich im Prinzip damit machen, also Bizeps-Curls, Bizeps-Strecken, Druckbewegung. Da ist halt immer nur darauf zu achten, wie ich diesen Widerstand wähle, dass ich also komplette Bewegung machen kann, dass es nicht hier oben zu schwer wird, aber dass es auch im tiefsten Punkt schon zu leicht ist. Also das, wie gesagt, das ist ein bisschen Fingerspitzengefühl, ein bisschen ausprobieren, aber auch keine große Geschichte. Also das hat man relativ schnell draußen. Und ein absoluter Vorteil von diesen offenen Bändern ist zum Beispiel, dass ich durch besondere Wickeltechniken das so organisieren kann, dass ich mit einer geöffneten Hand trainieren kann. Dass ich also die Streckermuskelkette, die mit den Streckern der Finger, des Handgelenks, Ellenbogen, Schultern praktisch über die gesamte Körperachse läuft, die kann ich halt effektiver trainieren, wenn ich den gesamten Streckerverlauf mit einbeziehen kann. Wenn ich jetzt eine Kurzhantel hätte, dann müsste ich den Anfang dieser Streckerkette permanent in einer Beugefunktion fixieren, damit ich die Hantel halt greifen kann und muss entsprechend einen stärkeren Trainingsreiz auf die übrigen Streckermuskelgruppen geben, müsste also ein schwereres Gewicht verwenden, weil ich praktisch einen Teil dieser Beugung irgendwo wieder kompensieren muss. Und indem ich diese Widmung verwende, kann ich die Fingerstrecker in maximaler Aktivität haben, gebe also schon hier
einen Widerstand auf dem Anfang der Streckerkette, habe einen viel längeren Hebel und nehme auch die schwächsten Glieder dieser Muskelkette mit rein, sodass ich einen viel niedrigeren Trainingswiderstand brauche, um zum Beispiel effektiv die Schulterstrecker zu trainieren. Und das ist auch ein wichtiger Aspekt, den ich hier bei den Dekontrahierungsübungen in den Buchrückenschmerzen selbst behandeln, mir zunutze gemacht habe, dass all diese Beuger zur Dauerkontraktur neigen, also dazu sich zu verkürzen und zusammenzuziehen, dass ich die mit einer offenen Hand dekontrahieren kann, also dass ich das Band so fixieren kann, dass es sich selbst hält, ohne dass ich zupacken muss, kann dementsprechend schon die gesamte Streckerkette von Beginn an öffnen. Das Gleiche gilt auch für die untere Extremität, beziehungsweise kann ich mir mit den Bändern Übungen, Übungsalternativen herleiten zu vielen Trainingsmaschinen. Zum Beispiel, das zeige ich euch kurz, ihr kennt ja diese Knieabduktionsmaschine, wo man auf so einem Stuhl sitzt und das bewegt sich hinten im Gewicht. Eine super wichtige Übung, sowohl für die Gesundheit der Hüftgelenke, für die Beckenstellung, was wiederum eine Grundvoraussetzung für die Aufrichtung der Wirbelsäule ist, ist auch wichtig für die Kniegelenke, für die Fußgelenke. Und auch das lässt sich mit diesen Bändern meines Erachtens nach zielführender und effektiver trainieren als mit dieser extrem teuren und platzraubenden Maschine, indem ich es einfach hier im Kniegelenk fixiere. Mache eine Doppelschleife und dann bringe ich das Band genau auf Höhe der Kniegelenke. Ein Teil kommt unter die Kniescheibe, ein Teil über die Kniescheibe, sodass es hier optimal fixiert ist. Jetzt kann ich ganz zielgerichtet dieselbe Übung machen. Und ich habe hier durchgehend Spannung auf den Zielmuskelgruppen. Also es gibt keinen Bereich, wo die Muskeln erschlafft sind oder wo ich keine Spannung brauche, sondern ich habe den gesamten Bewegungsablauf hier, kleine und große Muskelgruppen. Und ich kenne ja den Vergleich zu dieser Maschine, also was hier gibt, ein ganz anderes, viel tiefgehenderes Trainingsempfinden. Und wie gesagt, so eine Maschine kostet 5 oder 10 oder 15.000 Euro. Und damit kann ich halt nur diese eine Übung machen. Und mit dem Band kann ich diese Übung auch machen. Und hunderte andere auch. Und das ist halt, wie gesagt, dieses Allround-Potenzial, was die Teile haben. Und also ich hatte das bislang auf ganz vielen Rucksackreisen dabei. Da habe ich dann halt nur 2 3-Meter-Stücke zum Beispiel, die kann man so zusammenrollen, also kann man sehr, sehr eng komprimieren, ganz eng zusammenrollen und dann hat man zwei solche Zylinder, sage ich mal, die ganz, ganz wenig Platz wegnehmen und die auch ja, so gut wie nichts wiegen. Also wenn ich den Rucksack dabei habe, das macht keinen großen Unterschied. Wenn man mit dem Auto unterwegs ist, natürlich kann man das dann noch viel besser mitnehmen oder man kann eine größere also größeres Arsenal an Trainingsequipment mitnehmen, dann könnte man zum Beispiel auch Holzhandeln, aber da kann man also ganz viele verschiedene Bänder dabei haben. Und jetzt hier auf unserer Palma-Reise habe ich eine ganze Rolle von diesen offenen Bändern und bestimmt 20 verschiedene von diesen schlaufenförmigen Bändern. Und im Prinzip bräuchte ich sonst keine anderen Trainingsgeräte, also mit Bodyweight Exercises und gezielten Übungen für einzelne Muskelgruppen oder einzelne Muskelketten reichen die Bänder komplett aus. Ich habe trotzdem noch zwei Kurzhandel und noch ein paar andere Sachen, weil ich das einfach auch mag, abwechslungsreich zu trainieren. Aber ich habe schon seit 20 Jahren kein komplett ausgestattetes Fitnessstudio mehr zur Verfügung. Und ich trainiere mit absolut minimalem Equipment. Und ich sage mal, diese gewisse Not, die ich auch irgendwo selbst dann herbeigeführt habe, die hat mich auch erfinderisch gemacht. Weshalb man eigentlich eine komplette DVD-Reihe nur
Übungen mit diesen elastischen Widerstandsbändern rausbringen könnt. Also da gibt es so viele verschiedene Möglichkeiten. Man kann dann zum Beispiel die gesamten Maschinenübungen, Beincurls, Beinstrecken, Beinpresse und solche Sachen kann man mit diesen Bändern in Kombination mit verschiedenen Körpergewichtsübungen trainieren. Es lassen sich alle Zugapparatübungen machen. Es ist Pullover, fliegende Bewegungen. Also es ist, ihr könnt jede Übung nehmen und die lässt sich mit diesen Bändern auf irgendeine Art und Weise effektiv trainieren. Und ansonsten, wenn es jetzt gar nicht um Training oder Muskelaufbau, Kraftaufbau geht, sondern man einfach nur was tun möchte, um die Spannkraft, die Körperhaltung auch bis ins hohe Alter zu pflegen und aufrechtzuerhalten, dann finde ich das auch als Trainingsgerät der Wahl, weil ich halt damit diese aufrichtenden Muskelgruppen von Beginn an mit dieser Streckerkette trainieren kann. Ich kann alles, was die Körperhaltung öffnet, was also hier die Brustmuskulatur kontrahiert, den Rumpf aufrichtet, den Brustkorb richtig in Position bringt, das Becken optimiert, das lässt sich alles damit perfekt trainieren. Zum Beispiel, ich kann mal das auch erkennen, eine Ganzkörper-Streckbewegung, die wirklich alle Muskelketten, die mich entgegengesetzt der Schwerkraft aufrichten, also vom Kopf bis Fuß oder von der Fußsohle bis zu den Fingerspitzen. Das ist eine Diagonalstreckung. Jetzt hier auseinanderwickeln. Und zwar fixiere ich das Band jetzt mit meinen linken Fußballen. Also ich stelle mich auf das eine Ende des Bandes, greife hier mit dieser Wickeltechnik. Jetzt reicht halt die Kamera nicht ganz. Dann kann ich eine Ganzkörperstreckbewegung machen, also auch die Hand geöffnet ist und ich mich in meiner gesamten Längsachse im Gegensatz der Schwerkraft maximal ausrichten kann. Und bei einer Handübung beispielsweise, da habe ich auch an dem Punkt hier wieder eine relative Entlastung dieser Streckermuskulatur, weil ich im Prinzip ein Gewicht relativ entspannt hier so ruhen lassen könnte. Aber weil ich diese Bandspannung aufbaue, habe ich durchgehend den Gegenzug von der elastischen gespeicherten Kraft in dem Band auf diese Streckerkette wirkt, sodass ich auch in dieser Halteposition eine Stimulation für die Muskulatur und das Bindegewebe habe. Also intensiver, als ich das halt mit einem Gewicht in der Form haben könnte. Und wie gesagt, das ist absolut identisch oder fast identisch mit der Dehnungs- und Spannungskapazität von unserem Muskelgewebe, von unserem Bindegewebe, von den Elastin- und Kollagenfasern. Und deswegen entsteht da meines Empfindens nach kein Verlust, also dass ich irgendwo blinde Flecken im Bewegungsapparat habe, wo gewisse Muskelgruppen sich da abschalten oder wo was anderes übernimmt, sondern alle Muskelgruppen einer Muskelkette oder auch die meisten Muskelfasern sind durchgehend während des Bewegungsapparats aktiv und in der Übung involviert. Deswegen auch oft weniger Übungszeit, weniger Wiederholungen, weniger Sätze gleichen Trainingseffekt haben, wie zum Beispiel an einem, mit einer Übung, wo ich irgendwo eine Entlastung habe, wo ich also im großflächigen Bewegungsablauf eine Muskelgruppe abschalte, die andere anstrengt, wo ich also kurze blinde Flecke sozusagen habe, wo der Trainingsreiz verloren geht. Das kann man sich so vorstellen, wie ich habe einen Wasserschlauch, einen Gartenschlauch, da sind Löcher drin, ich drehe das Wasser auf und dann kommt vorne immer weniger raus, als ich hinten reingehe. Und diese Löcher, das sind praktisch die Punkte, wo die Schwerkraft durch Gelenkstellungen, durch gedrückte Knie- oder Ellbogengelenke praktisch übernommen wird und die Muskeln, die das bis dahin gebracht haben,
mehr oder weniger entspannen können. Das habe ich halt durch diese Dauerspannung bei den Bändern halt selten da, also fast nie, kann man sagen. Ja, das waren jetzt ein paar Hauptaspekte. Wie gesagt, da gibt es so viele Übungsmöglichkeiten, das kann man jetzt gar nicht jeden Tag anreißen. Das erfordert Übungsvideos, Workshops und Seminare. Wie gesagt, die eine Geschichte, die ist in meinem Seminar wirklich mal von selbst behandelt. Da geht es also um diese Dekontrahierungsübung mit diesen offenen Bändern. Und diese Powerübungen oder die Alternativgeschichten für Fitnessgeräte, für Zugapparate und so, das kommt in anderen Seminaren, wo es mehr um Kraftaufbau, Muskulatur und solche Fitness-Trainingsziele geht, wo man also mit wenig Equipment, nur mit dem Körpergewicht oder mit solchen kleinen Trainingstools trotzdem ähnlich effektiv trainieren kann wie in einem sehr gut ausgestatteten Trainingsstudio. Man muss immer unterscheiden, was ist mein Ziel, wenn ich jetzt Kraftsport machen will, wenn ich also im Powerlifting, im Bankdrücken, im Kreuzheben stark werden will, dann brauche ich Gewicht, dann muss ich mit Handeln trainieren, dann muss ich diese Disziplin halt auch üben, olympisches Gewicht heben, Strongman-Wettbewerbe. Da ist einfach das Gewicht und die Schwerkraft überwinden Teil der Sportart oder Teil der Disziplin. Deswegen brauche ich für solche Dinge auch wirklich ein Powerlift, Langhandel und dergleichen. Aber wenn es mir wirklich nur darum geht, in eine gute Verfassung zu kommen, Muskeln aufzubauen, meine Haltung zu verbessern, Gesundheit zu verbessern, Fett zu verbrennen, Fitness zu erlangen oder meine Kondition zu erhalten, dann ist die Art des Widerstands relativ egal. Dann brauche ich keine Gewichte, keine Handeln, kein Powerrack, keine Trainingsstationen, keine Trainingsgeräte, kein Fitnessstudio. Dann kann ich das, wenn ich will, nur mit meinem Körpergewicht machen. Wenn ich sowas mit dazu nehme, dann erweitert sich das Spektrum an Möglichkeiten immens. Und wenn ich dann vielleicht noch eine Kurzhantel oder zwei Kurzhanteln besitze, dann kann ich damit alles trainieren, was mein Körper benötigen könnte, um genau diese Ziele zu erreichen. Ich werde halt keine 300 Kilo Kniebeugen packen oder 200 Kilo Band. Wie gesagt, da brauche ich andere Möglichkeiten. Aber wenn es jetzt wirklich darum geht, nackt gut auszusehen, sich gut zu fühlen, eine gute Körperhaltung zu haben, auch Kraft, Ausdauer, Beweglichkeit zu haben, und dann finde ich das als perfektes Trainingstool, also für alle, die wenig Zeit haben, die zu Hause trainieren oder draußen im Garten, am Balkon, die keine Lust haben, irgendwo hinzufahren, nochmal das Haus zu verlassen oder irgendwo Mitglied zu werden, da wird euch sowas enorm bereichern. Also das kann ich absolut allen Trainingsbegeisterten ans Herz legen, das zu integrieren, falls ihr das noch nicht kennt, das ist ja jetzt auch kein so großes Geheimnis, aber trotzdem haben es einfach viele nicht im Fokus. Und wenn man da im Internet anfängt zu schauen, dann findet man auch alle möglichen Trainingsarten. Und das hier ist relativ, ja, geht oft unter. Also wie gesagt, es wird oft als Zusatztool bei Kraftübungen mit Langhanteln oder so benutzt. Aber als eigenständige Trainingsform oder als Ergänzung zu Bodyweight Exercises findet man leider relativ wenig. Aber da würde ich auch einfach euch animieren, auszuprobieren, die Übungen, die ihr kennt, mit den Bändern mal zu machen oder einfach eure Bodyweight Exercises damit zu verstärken. Also das findet man schnell raus, was man damit noch alles machen kann. Und speziell jetzt mit diesen offenen Bändern kann ich zum Beispiel auch einzelne Muskelgruppen im Oberkörper ansprechen und kann den Rest des Körpers relativ entspannt lassen. Also wer jetzt zum Beispiel ein Rückenproblem hat oder wer, was weiß ich, eine Beinverletzung oder im Sitzen trainieren muss, der kann hiermit, weil man ja unabhängig von der Schwerkraft ist, alle möglichen Kraft- und Spannungsvektoren erzeugen, kann sogar im Sitzen oder im Liegen Teile des Körpers effektiv trainieren. Also auch zur Rehabilitation oder auch zur Prävention ist das absolut fantastisch geeignet. Und speziell für kleine Muskelgruppen, die bei vielen großen Kraft- und Handübungen irgendwo übersehen werden bzw. übersprungen werden. Also dass stärkere Muskeln
den Job von kleineren, schwächeren Muskeln einfach mit übernehmen, was sich das im Laufe des Trainings hat so angewöhnt und zwangsläufig muskuläre Schwachpunkte entwickelt. Für solche kleinen Stellen ausfindig zu machen, sind die Bänder ebenfalls perfekt geeignet, weil das halt eine sehr intensive Trainingsform ist. Also man spürt das sehr genau, wo die Übung jetzt hingeht oder wo sie weniger hingeht und speziell für die Rotatorenmanschette, also für die kleinen Muskelgruppen des Schultergelenks, die bei sehr, sehr vielen Sportlern immer wieder verletzt, speziell auch bei Kraftsportlern, bei Kampfsportlern, kommt es da immer wieder zu Verletzungen. Dafür sind diese Bänder perfekt geeignet, weil ich durchgehende Spannung habe. Ich kann die Kraft super dosieren, sodass ich keine Überlastung habe, aber auch keine zu wenige Stimulation. Ich bin in meinem Bewegungsradius relativ frei und ich kann auch, wie gesagt, von wo die Kraft kommt, das kann ich so dosieren, dass es zum Beispiel genau in den Teil der Außenrotatoren geht, den ich weder mit einer Handel noch mit einem Gerät oder mit einer anderen Sache so erreichen würde. Speziell auch, weil ich die Finger öffnen kann. Also das ist Teil der Außenrotatoren und Streckerkette. Und wenn ich hier schon in Beugung und Inrotation bin, dann lege ich damit schon einen Teil dieser Funktion lahm. Wenn ich die Hände öffnen kann, die Finger strecken kann, das Handgelenk strecken kann und hier schon in Außenrotation vorarbeite, dann kann ich Teile dieser Muskelgruppe stimulieren. Selbst wenn ich vielleicht einen Teil der Schulter verletzt habe, wenn ich jetzt vielleicht hier vorne eine Verletzung habe, was auch sehr oft vorkommt, dass der vordere Teil total überlastet ist und der hintere einfach zu wenig Kraft hat, um die Schulter in der richtigen Position zu halten, kann ich den hinteren Delta aktivieren, indem ich zum Beispiel nur von dem Handgelenkstrecker her arbeite, ohne dass ich das Schultergelenk muss bewegen und mit der Schulter sehe. Da ist so viel Potenzial bei diesen Bändern. Und ja, es ist, wie gesagt, etwas, was oft übersehen wird, wo auch die Hersteller jetzt nicht unbedingt reich werden. Also wie gesagt, das ist eine günstige Angelegenheit. Und das ist ja oft so, dass die Dinge, die wenig kosten oder wo einer wenig Geld verdienen kann, dass die einfach im Mainstream untergehen. Deswegen ist es mir wichtig, dass ich euch das mitteile, dass es damit ein komplettes Training ermöglichen kann. Also mit Bodyweight Exercises, mit Laufen, mit Springen, mit Sprints, was wir schon alles so behandelt haben. Und da noch diese Bänder mit dazu, da könnt ihr euer Leben lang effektiv trainieren mit allen möglichen Winkeln und Übungen, ohne dass ihr da noch ein zusätzliches Gerät benötigt. Das, ein Nachteil ist halt, dass die sich irgendwann halt einfach abnutzen, verbrauchen. Dass der Latex, Natur-Latex, seine Elastizität verliert, dass das spröde wird. Aber das hängt auch von der Pflege ab. Also deswegen Sonnenlicht oder Hitzequellen können das spröde machen. Ich habe teilweise Bänder schon seit vielen Jahren, also auch speziell jetzt hier diese dickeren, die halten ziemlich warm. Und auch von denen kostet das günstigste, glaube ich, 10 Euro habe ich da bezahlt von einem eher günstigeren Anbieter. Die gleiche Bandstärke gibt es natürlich auch da von einem namenhaften Hersteller, wahrscheinlich doppelt oder so. Aber das spielt keine große Rolle. Ich habe verschiedene Qualitäten getestet und meines Empfindens nach ist es da wahrscheinlich so wie bei anderen Produkten auch, dass es einen riesigen Konzern gibt, der diese Dinge herstellt. Und dann wieder für spezielle Firmen mit Label, mit Markenzeichen, mit Farbe und so weiter, das entsprechend dann anbietet. Also dass das alles aus einer Quelle kommt, weil es ist im Endeffekt alles dasselbe Rohmaterial, im Prinzip auch in ähnlichen Abstufen, was die Widerstände angeht. Und, da ist man mit 2, 3 verschiedenen Bandstufen jeweils gut bedient und dafür müsst ihr vielleicht insgesamt ja, 50 Euro investieren. Und das ist dann, da hat man wirklich ein paar Jahre Ruhe. Da kauft man vielleicht mal wieder ein neues Band dazu oder man nimmt noch eine weitere Stärke. Also vom Geldfaktor ist das im Prinzip, kostet das auf lange Sicht nichts. Und deswegen, also für mich ein absolut wertvolles Training. Ganz viele Möglichkeiten,
hat eigentlich kaum Nachteile. Also man kann es natürlich auch mit den Dingern verletzen oder irgendeinen Quatsch machen, was ja immer irgendwo der Fall ist. Aber man hier so ein bisschen eigenverantwortlich rangeht und ein gutes Körpergespür hat und auch die Trainingsstätte einigermaßen sicher gestaltet, schaut, dass das Ganze gut fixiert ist, also dass man halt hier mit solchen Gerüten und sowas arbeitet, dass es nicht plötzlich durch einen scharfen Gegenstand reißt und sich verletzen kann, kann man eigentlich mit den Bändern sehr sicher trainieren. Und ich habe schon mal Diskussionen mit Leuten gehabt, die irgendwie Angst hatten, dass man da Zerrungen produzieren könnte, weil das ja so elastisch ist. Also wenn man hier bewusst und kontrolliert damit arbeitet, wüsste ich jetzt keine größere Zerrungsgefahr, als es in anderen Übungen auch der Fall ist. Es gibt auch keine Gelenkstauchung oder so. Man muss natürlich bewusst damit arbeiten und auch hier wissen, wo die Grenzen sind, was man sich zumuten kann, eher mal unterhalb einer gewissen Belastungsgrenze bleiben und sich dann wieder rantasten. Aber das ist bei allen Sportarten Trainingsform so. Deswegen wüsste ich jetzt hier keinen Nachteil, was die Verletzungsgefahr angeht im Vergleich zu anderen Dingen. Und wenn ihr jetzt keine Frage mehr habt, wäre ich eigentlich rein vom Inhalt soweit durch. Mir fällt auch jetzt so nichts ein. Wie gesagt, da könnten wir jetzt noch alle möglichen Übungen durchgehen und das noch mehr mit Kombinationsmöglichkeiten arbeiten. Aber ihr könnt es zum Erleichtern nehmen, wie zum Beispiel das Beispiel im Windzug, oder ihr könnt es zum Verstärken nehmen, wie mit der Handelbeuge. Ihr könnt es als Alternative für eine Handel nehmen oder für ein Kabelzug. Man kann es auch, ja, wie gesagt, kombinieren. Also man kann sogar ein Band an einer Trainingsmaschine befestigen und da auch noch eine Endkontraktion verstärken. Also auch das ist möglich an Gewichtsschnitten bei einer Reihenpresse oder so. Aber wie gesagt, probiert es einfach aus, baut euch ran und schaut, was euch für Ideen kommen. Franz, der Ton ist schlecht. Das kann ich mir vorstellen, das ist halt hier immer bei unserem Internet so eine Sache. Aber ich zeichne das Ganze ja auf. Das gibt es dann auf YouTube. Und da müsste die Tonqualität dann durchgehend gut sein. Das ist eine Trainingsanleitung. Ja, es gibt von verschiedenen Herstellern, wenn man so ein Band kauft, zum Beispiel wenn man Tera-Band kauft, ist oft eine Anleitung mit so den wichtigsten Grundübungen dabei. Es gibt aber auch im Internet verschiedene Videos. Es gibt halt weniger als mit anderen Trainingsformen, was ich bislang gefunden habe. Aber im Prinzip kannst du alle Übungen, die du mit Hanteln trainieren kannst, auch mit diesen Bändern trainieren. Du bist unabhängig von der Schwerkraft. Du brauchst dich also nicht wie fürs Bankdrücken hinzulegen, sondern du kannst das Band hinter dir irgendwo festmachen und kannst die gleiche Bewegung wie beim Bankdrücken ausführen, gleiche Muskulatur trainieren, nur dass du halt währenddessen im aufrechten Stand bleiben kannst. Beziehungsweise der Liegestütz ist ja das gleiche wie Bankdrücken, nur dass du deine eigene Körpermasse bewegst. Da kannst du das Band auch genauso zum Verstärken mit dazu nehmen. Und Trainingsanleitungen gibt es oft halt zielspezifisch. Also ob es jetzt im Rücken Schmerzen oder Haltungsverbesserungen geht, da gibt es oft auf Physiotherapie-Seiten, sind ein paar Grundübungen mit den Bändern. Fitness-Seiten sind mir jetzt halt sehr wenig bekannt. Aber wie gesagt, ich weiß auch nicht alles. Vielleicht findet ihr noch ein paar gute Sachen. Freue ich mich natürlich auch über ein Teilen. Und ich bin halt immer wieder dran am Überlegen, ob ich da jetzt auch noch mich drauf konzentriere, da noch ein Buch dazu rauszukriegen oder ein DVD. Also, es gäbe Übungen und Trainingskonzepte genug. Ich muss nur irgendwie die Zeit finden und diese Projekte dann halt auch umsetzen. Aber ja, das steht mir schon länger vor. Vielleicht komme ich dazu und dann werde ich das auch in unserem Newsletter mitteilen. Ansonsten, wie gesagt, die Übungen kann man im Prinzip alle Handelübungen, alle Maschinenübungen und ein Großteil der Bodyweight-Exercises kann man einfach mit diesen Bändern alternativ zu dem Gewicht oder zum entsprechenden Widerstand trainieren. Ja, das wäre jetzt von mir aus für dieses Thema alles.
Ich hoffe, ich konnte euch da ein bisschen begeistern, inspirieren und werde da einfach am Ball bleiben und auch da immer mal wieder eigene Übungsvideos mit den Bändern reinstellen. Eine könnte ich euch auch gerade jetzt zeigen, die wollte ich nicht noch als Video machen, und zwar der Bogenschützenzug. Was ist das hier? Das ist eine ähnliche Übung, wie man es mit dem Expander macht, wo dann sich halt eine Seite symmetrisch trainiert, die fixiert, die andere trainiert dynamisch. Das macht man dann halt im Wechsel. Und aufgrund dieser Anordnung bekomme ich hier mit einem Trainingsübung des Gluteus Capularis, ein Muskel, der im Prinzip unter dem Schulterblatt liegt und der nur relativ schwierig durch andere Übungen zu erreichen ist, der aber eine ganz große Rolle für die Stabilität und Beweglichkeit des Schulterblatts spielt und auch für die Haltung des oberen Rückens und des oberen Rumpfs, der auch, wenn der zum Beispiel dauerhaft verkürzt oder verspannt ist, sich negativ auf die Atmung auswirken kann. Und zugleich ist das hier eine perfekte Kräftigungsübung für den gesamten oberen Rücken, für den oberen und mittleren Trapezmuskel, für den hinteren Delta-Muskeln, der auch sehr oft übersehen wird, und überhaupt für die gesamte Außenrotatorenmanschette. Und dieser stabilisierende Arm, der bekommt eine ähnlich effektive Trainingswirkung wie der Arm, der bewegt. Und indem ich das wieder von Wiederholung zu Wiederholung wechsle oder auf jeder Seite dreimal mache und dann wechsle, bekomme ich sowohl isometrisch als auch dynamisch sehr guten Trainingseffekt. Und das ist auch ein Vorteil der Bänder, dass ich mit dem Winkel spielen kann. Das hier wirkt sich der Gesamt ganz anders aus, wie das hier oder wie das hier. Sowohl für den haltenden Arm als auch für den bewegenden Arm. Und ich gehe davon aus, dass die Bogenspannbewegung mittlerweile auch ähnlich stark in unserem menschlich, genetisch, evolutionär vererbten Bewegungsstil verankert ist, wie die Wurfbewegung. Also Speerwerfen ist ja eine alte Jäger- und Sammlerbewegung, und da gibt es gute Forschungen, was die Schulteranatomie und Physiologie angeht, dass die Wurfbewegung, also dass unsere Schulter sich durch die Wurfbewegung über Hunderttausende von Jahren wahrscheinlich zu dem entwickelt hat, was sie jetzt ist, und wir dementsprechend so ein großes Bewegungsspektrum und auch so eine Präzision in der Schulter und im Arm entwickeln können. Und gezieltes therapeutisches Werfen hilft, eine verletzte Schulter wieder aufzubauen. Es hilft, die Schulter beweglich und kraftvoll zu halten ins hohe Alter. Und es hilft auch, die Gehirnhälfte in Balance zu bringen, wenn ich links und rechts die Wurfbewegung mache. Und das Bogenschießen, das ist ja ähnlich verankert evolutionär in unserer Jäger- und Sammlerkultur. Und deshalb gehe ich davon aus, dass diese Übung hier auch neurologisch ganz viel mit abdeckt. Und wie gesagt, ich persönlich finde es absolut super für das muskuläre Gleichgewicht, die Schultergürtel, speziell im aufrichten, im öffnenden Teil. Hier neigen wir dazu, uns zusammenzuziehen, speziell wenn wir am PC sitzen. Und durch diese Bewegung bekommen alle Muskeln, die wir entgegenwirken, den optimalen Trainingsreiz, dass ich also sowohl für meine Haltung, die Gesundheit der Schulter, aber auch für das Freibleiben dieses Subscapularis, der sich auch auf die Atmung auswirkt oder auf die, der die Atmung einschränken kann, wenn er verkürzt ist. Das kann ich also alles mit dieser Bewegung trainieren. Und das kann man durchgehend als halbe Arbeit machen, für beide Seiten. Ich kann aber auch nur diese Haltefunktion auf dem einen Arm haben, der andere bewegt dynamisch. Wie gesagt, durch diesen Wechsel und durch das Verändern der Winkel kann ich ganz verschiedene Aspekte der entsprechenden Muskelgruppen trainieren. Und so gibt es, wie gesagt, hunderte oder tausende an Übungen, die für ganz spezielle Schwachpunkte geeignet sind oder für ganze Muskelketten, also großflächige Bewegungen, die unseren Körper als Ganzes trainieren. Und wie gesagt, dazu gibt es wahrscheinlich noch mehr Informationsmaterial. Das hier war jetzt einfach mal die rein theoretische Einführung meiner Erfahrungen mit den Bändern, dass ich das absolut empfehlen kann. Ich
bedanke mich für eure Teilnahme, eure Aufmerksamkeit, euer Interesse, euer Dabeibleiben und wünsche euch einen schönen Tag, eine schöne Zeit und dann sehen wir uns vielleicht beim nächsten Mal. Also bis dann, alles Gute, tschüss.